Aufgabe 1. Die Klasse Java Lang Null Pointer Exception beschreibt den Versuch, auf eine Referenzvariable zuzugreifen, in der statt eines Objektes die Referenz Null abgelegt ist. Welche Informationen können Sie ohne Kenntnis des genauen Programmcodes aus der folgenden Programmausgabe ziehen? Ja, was kann man jetzt hier alles rauslesen? In welchen Zeilen das Problem entstanden ist. In welchen Zeilen und das ist richtig und was genau können wir jetzt hier sehen an dieser an diesem Ablauf? Also wir können ganz genau rekonstruieren, was seit dem Programmstart passiert ist. Also was meinen Sie mit in welchen Zeilen? Ja, wo das Problem hervorgerufen wurde. Ja, dann sagen Sie es doch mal konkret. Aber ich weiß nicht mehr genau, welche Reihenfolge das war. Also in Zeile 6 und in Zeile 10. Was ist denn wahrscheinlich, was die Reihenfolge betrifft? Ja, das erste. Also nacheinander. Ja, klar, und nacheinander muss es ja passiert sein, aber was ist zuerst passiert? Also an welcher Stelle wurde letztlich die Exception ausgelöst? Also in welcher Zeile wurde letzten Endes tatsächlich die Exception auch ausgelöst? Das ist so, dass das in Zeile 6 ist und die dann weiterzutragen. Genau, in Zeile 6 wurde die Exception ausgelöst. Das ist der letzte Eintrag, den wir sehen. Ja, dort ist dann tatsächlich die Exception aufgetreten und die Programmabarbeitung wurde eingestellt. Was ist denn jetzt mit der Zeile, die da unten drunter steht? Warum steht die da? Weiß das jemand? Ist das da, wo die Referenz 0 ist? Nee, die Referenz 0 war in der, also der letzte Eintrag steht oben. Das, was zuletzt passiert ist, steht oben. Das ist ein sogenanntes Stack Trace. Das heißt, der baut sich von unten auf. Man muss sich das so vorstellen, da wird was hingelegt, dann wird was drüber gelegt, wie so Blätter Papier übereinander. Und das letzte Blatt liegt oben. Was zuletzt passiert ist, steht oben. Aber was ist denn in Zeile 10 passiert? Warum steht da Main Zeile 10? Dann vielleicht die Methode Problem aufgerufen. Genau, da wurde die Methode Problem aufgerufen. Und auf diese Weise können wir aus dem Stack Trace jetzt sozusagen ablesen, in welcher Reihenfolge da Methodenaufrufe stattgefunden haben. Und das bedeutet auch, wenn wir so eine Null Pointer Exception jetzt in Eclipse in Rot sehen, ist es erstmal nicht immer schlimm, sondern man kann da auch Informationen draus ziehen. Ja? Also nicht nur erschrecken, sondern auch lesen und verstehen. Das ist ja das auch, was man in professionellen Umfeldern dann letzten Endes tut. Da werden ja die Programme, die man entwickelt, dann nicht in Eclipse ausgeführt, sondern das sind ja sehr, sehr häufig, sind das ja serverseitige Java-Applikationen heutzutage. Es wird eigentlich nicht mehr so oft eine clientseitige Java-Anwendung implementiert im Geschäftsumfeld, sondern sehr häufig sind die jetzt serverbasiert und werden dann im Browser ausgeführt. So, und dann taucht eben sowas im Log auf. Also der Server schreibt ja immer eine Logdatei und dann wird sowas nicht auf die Konsole geschrieben, sondern in die Logdatei geschrieben. Und wenn man die Logdatei auswertet, findet man dann halt solche Stack Traces, nennt sich das, Ausgaben von Stack Traces. Und daraus kann man eben Informationen ziehen, die darauf hindeuten, wo der Fehler letzten Endes aufgetreten ist. Das kann man dann
zum Anlass nehmen, von dort aus weitere Untersuchungen auszuführen. Okay, Aufgabe 2. Oder haben Sie noch Fragen zuerst? Aufgabe 2. Schreiben Sie ein Programm, das einen Out-of-Memory-Error der Java Virtual Machine hervorruft und diesen fängt und behandelt. Überlegen Sie sich selbst oder recherchieren Sie im Internet, wie man einen solchen Error hervorrufen kann. Sie müssen dafür sehr viel Speicher reservieren. Ja, was vermuten Sie, wie das jetzt geht? Ich habe eine Error-List gemacht und die einfach zu viel gefüllt. Okay, in der Schleife mit Add. Ja, ich habe vor i gleich 0 und dann fürs Integer Max Value einfach mit Strings gefüllt. Irgendwann ist das abgebrochen. Genau, das ist eine gute Idee, also so eine Array-List in einer praktisch endlosen Schleife voll zu machen. Man hätte zum Beispiel auch eine Schleife nehmen können mit while true Ja. und dann hinzufügen. Man kann es so machen, man kann es aber noch viel, viel, viel einfacher machen. Array-List ist schon mal eine gute Idee, es geht aber noch. Also, Sie haben ja jetzt versucht, sozusagen immer solche Zellen mit Zeichenketten zu belegen. Wie kann man denn sozusagen statisch Speicher belegen? Ich habe einfach ein Array erstellt und dem zu viel Speicherplatz quasi gegeben. Genau, wenn man ein Array zum Beispiel vom Typ int anlegt und dem 8 Milliarden Speicherzellen gibt, dann überschreitet das üblicherweise die Kapazität der. Ja, das habe ich auch ausprobiert, aber entweder habe ich irgendwas falsch gemacht, aber ich habe auf jeden Fall einen anderen noch eine andere Exception. Ich weiß nicht mehr genau, welche das war. Ja, wollen wir mal gucken? Wir können es ja mal ausprobieren. Machen das einfach mal im Eclipse, okay? Wahrscheinlich habe ich es hier schon mal. Das ist jetzt Blatt 12, oder? Ach nee, die hatte ich immer anders benannt. Wie hatte ich die denn benannt? Ah ja. Also. So, und dann machen wir jetzt eine große Zahl rein. Ich weiß nicht genau, wie groß der Speicherplatz der virtuellen Maschine ist. Entweder werden 256 oder 512 Megabyte standardmäßig zugewiesen. Also eigentlich müssten bei int, das ist ja 4 Byte breit, müssten so um die 100 Millionen Speicherplätze ausreichen. Aber anscheinend noch nicht. So, wenn wir die Ausgabe sehen, dann hat es nicht geklappt. Ja, da hängen wir mal noch eine Null hinten dran. Da haben wir ihn. Java Lang Out of Memory Error, Java Heap Space. Genauso geht das. Und Sie haben einen anderen Fehler gesehen mit dieser Methode? Irgendwas mit Arrays, dann habe ich wahrscheinlich irgendwas mit anders gemacht. Aber ich weiß nicht mehr genau, was das war. Vielleicht sowas wie eine Array Index Out of Bounds Exception oder Ja. sowas.
So, jetzt wollen wir den aber behandeln, diesen Fehler. Wie kann man denn den überhaupt nur sinnvoll behandeln? Wie bitte, wenn wir? Genau, indem wir das Array kleiner machen am Anfang, indem wir es kleiner deklarieren. Wir können oder definieren. Wir können natürlich auch der virtuellen Maschine mehr Speicher zuweisen. Das ist aber eine Konfigurationsfrage. Das sind jetzt bei Eclipse zum Beispiel die Startparameter des Programms. Da kann man mitgeben, wie viel Speicher die virtuelle Maschine haben soll. In der Serverinstallation, wo Sie jetzt auf so einem Server 128 GB RAM oder sowas haben, dann würde man das dann eben auch entsprechend in den Startparametern der virtuellen Maschine mit angeben. Das wollen wir jetzt hier aber nicht machen, sondern wir wollen es wirklich programmseitig beheben. Und das ist genau richtig. Wir versuchen also 1 Milliarde Ints zu reservieren. Und wenn das schief geht, was wollen wir dann machen? Weniger, und dann nehmen wir halt nur 100 Millionen, nur ein Zehntel oder so. Ja? Gut, wie kriegen wir das jetzt hin? Wie kriegen wir jetzt überhaupt mit, dass dieser Fehler aufgetreten ist? Klar, wir sehen sie in der Konsole, aber wir wollen sie jetzt im Programm mitbekommen. Try Catch, genau. Wo muss das Try hin? Über die Deklaration des Arrays. Genau. Wir werden gleich sehen, dass es so nicht ganz geht, aber das sehen wir einfach beim Programmieren. So, was kommt hinter dem Try? Genau, und im Catch müssen wir sagen. Was. Genau. Genau, und was wollen wir stattdessen tun? Verkleinern können wir es nicht. Wir können jetzt was anderes machen. Ja. Sagen Sie mal an. Na, wir wollen ja dahinter jetzt hier irgendwie wahrscheinlich sowas machen wie A an der Stelle 0 ist gleich 42. Also wir müssen schon nach dem Try-Catch-Block sicher sein, dass wir ein Array haben mit dem richtigen Namen. Der Name muss in beiden Blöcken derselbe sein, sonst funktioniert das ja nicht. Warum nicht? So, eine Null weniger, okay. So, und jetzt ist hier immer noch ein Fehler drin. Ich zeige Ihnen jetzt noch nicht, was der Fehler ist. Was vermuten Sie, warum das so nicht funktioniert? Es ist nah dran am Funktionieren. Also wir müssen nur ganz wenig ändern, dass es geht. Was vermuten Sie, was der Compiler jetzt hier als Fehler meldet? Wo ist denn das A definiert? In dem Try-Block oder in dem Catch-Block. Und wir haben Block-Scope in Java. Das heißt, wenn ich in einem Block eine Variable definiere,
Genau, wir müssen es außerhalb deklarieren und in dem Block definieren. Und das machen wir jetzt mal. Also wir sagen, es gibt ein Int Array A. Und dann sagen wir, A ist entweder das erste oder das zweite. So, wollen wir es mal durchlaufen lassen? Jetzt steht da wieder, klappt nicht. Das heißt, es ist durchgelaufen. Und wie finden wir denn jetzt raus, ob der Fehler aufgetreten ist oder nicht? Woran können wir das jetzt feststellen? Also wir können es einfach machen und noch deine System Outline schreiben. Wo rein? In den Catch. Ja, das können wir in den Catch-Block, könnten wir jetzt ein System Out reinschreiben. Ich bin aber so voll, jetzt steht da schon mal System Out printeln da. Das will ich jetzt verwenden. Okay. Ne, das ist auch wieder Blockscope. Das E gibt es nur im Catch-Block. Aber woran können wir denn jetzt feststellen, ob es geklappt hat oder nicht? Wir haben jetzt eine Information, die wir nutzen können. Man kann ja irgendwo nachgucken, was heißt, so wie ein Debugger, dass man welche Objekte man hat und dann daran erkennen, welches davon genutzt wird. Ja, welche Objekte man hat. Dieses A ist ein und dasselbe Objekt. Es gibt nicht mehrere A's, es gibt eins. Wir haben es ja hier oben deklariert. Da kann man sehen, wie groß das ist. Genau, wir können gucken, wie groß das ist. Das ist genau die Idee. So, und jetzt müssen wir Nullen zählen. Es sind also 8 Nullen. Das heißt, offenbar ist der Fehler aufgetreten. Aber unser Programm läuft trotzdem jetzt weiter. Ja, das hat also den Fehler gefangen. Hat gesagt, okay, dann gehe ich mal auf 10% runter. Und behebt das damit. Ich hatte in der Vorlesung gesagt, dass wir die Exception-Klassen immer Exception nennen. Die da heißt jetzt aber Error. Haben Sie eine Vermutung, woran es liegen könnte? Also das ist so korrekt und soll auch so sein. Und es gibt noch einen Grund dafür. Wie bitte? Ja, aber da haben sich ja irgendwann vor 178 Jahren haben sich mal die Erfinder der Sprache Java Gedanken darüber gemacht, warum manche Fehler Exception heißen und andere wiederum Error. Und dafür gibt es einen Grund. Haben Sie eine Vermutung, woran das liegen könnte? Das muss man nicht wissen. Kann man jetzt nur raten, qualifiziert. Ich löse den Fehler nochmal aus. Nee, Runtime Exceptions kann man ignorieren. Das sind Checked und Unchecked Exceptions. Da geht es immer nur um Exceptions. Errors kann man übrigens auch immer ignorieren, weil die auch unchecked sind. So, ich führe den nochmal aus. Und ich hatte ja mal gesagt in der Vorlesung, dass da immer noch Zusatzinformationen mitgeliefert werden. Ja, bei der Array Index Out of Bounds Exception wird in der Regel mit angegeben, bei welchem Index es fehlgeschlagen ist. Hier ist jetzt auch so eine Zusatzinformation. Was ist denn da die Zusatzinformation, die wir haben? So viel steht da ja nicht. Genau, Java Heap Space. Der Heap ist der Speicher, auf dem die virtuelle Maschine, das ist übrigens generell bei den allermeisten Programmiersprachen so, selbst bei C, dass es verschiedene Sorten von Speicher gibt. Es gibt einen Stack, auf dem werden die lokalen Variablen gespeichert und die Funktionsparameter und die Funktionszustände, die Methodenzustände, die liegen auf dem Stack. Und auf dem Heap wird alles gespeichert, was dynamisch reserviert und wieder freigegeben wird. Das ist in C ganz genauso.
Und jetzt sagt der Fehler hier, der Java Heap Space ist voll. Also der ist zu klein einfach. Und das weist jetzt darauf hin, dass es ein Fehler ist, den erst die virtuelle Maschine erkennen kann oder der in der virtuellen Maschine auftritt. Ja, dieses Reservieren von Speicher ist ein Feature, was die virtuelle Maschine bereitstellt. Ja, die Speicherverwaltung läuft üblicherweise im Betriebssystem und für ein Java-Programm ist die VM das Betriebssystem. Die VM wiederum handelt ihren Speicherbedarf mit dem Betriebssystem aus. Die ist aber auch wahrscheinlich in C implementiert wiederum. Oder C++. Das heißt, Errors sind Fehler, die in der virtuellen Maschine auftreten. Exceptions sind Fehler, die irgendwie vom Programm ausgelöst, also die im Programm auftreten. Wo Programmzustände schräg sind. Und alles, was Error ist, tritt in der virtuellen Maschine auf. Das ist der Unterschied. Ansonsten ist der Umgang damit im Wesentlichen gleich. Und da man Fehler in der virtuellen Maschine nicht zwingend vorhersehen kann, werden die genauso behandelt wie Runtime Exceptions, nämlich diesen Unchecked. Das heißt, man muss sie nicht behandeln. Wenn sie auftreten, ist die Not groß. Also dann muss man tatsächlich halt an der Programmierung was ändern. Ja, die Checked Exceptions sind üblicherweise Exceptions, die aufgrund von RAM-Bedingungen auftreten können. Also beispielsweise wäre eine typische Checked Exception eine, die damit zu tun hat, dass man keine Netzwerkverbindung hat. Das ist nichts, was das Programm beheben kann. Ja, deswegen muss das Programm darauf reagieren können. Oder was der Programmierer zur Programmierzeit beheben kann. Deswegen muss das Programm darauf reagieren können, weil das was mit den Rahmenbedingungen der Programmausführung zu tun hat. Auf die Unchecked Exceptions, die sollten üblicherweise nicht auftreten, wenn der Programmierer sauber arbeitet. Gut, haben Sie dazu erstmal Fragen? Das Prinzip, ich versuche was, wenn es fehlgeschlagen ist, versuche ich was anderes, ist aber klar. Ja, oder macht zumindest mal eine Fehlerausgabe. Es kann auch durchaus Situationen geben, wo es sinnvoll ist, das Programm einfach abstürzen zu lassen, weil man sagt, okay, das ist so ein schwerwiegender Fehler, da muss ein Absturz herbeigeführt werden und dann ein Wartungszyklus an der Software stattfinden. Also da muss man einen Fehler beheben. Ja. Üblicherweise bei Unchecked Exceptions. Gut, schauen wir mal. Aufgabe 3. Das folgende Programm soll eine Double-Fließkammerzahl von der Tastatur einlesen, sie in einen String umwandeln und diesen wieder ausgeben. Falls die Umwandlung nicht möglich ist, weil der Benutzer etwas eingegeben hat, das sich nicht nach Double umwandeln lässt, soll das Programm den Benutzer so lange zur Eingabe auffordern, bis er eine gültige Double-Zahl eingibt. So, dann kommt hier was mit Eingabevalidierung. In der Main-Methode wird die Methode ReadDouble aufgerufen. Diese nimmt in der Anweisung S in ReadLine eine Tastatureingabe, das heißt ein String entgegen. Und also es ist mehr auch so ein Erklärtext nochmal zu Exceptions. Ja. Wandelt ihn in eine Double-Zahl um. Um diese Anweisung herum ist eine Do-While-Schleife angedeutet, die dafür sorgen soll, dass die Eingabe so oft angefordert wird, bis die Typenumwandlung erfolgreich wird. So, beim Versuch, das obige Programm zu kompilieren, erhalten wir die Meldung Unreported Exception. IO Exception must be caught or declared to be thrown. Sie weist darauf hin, dass die Methode Reader in der Klasse BufferedReader eine IO Exception werfen kann, die jedoch nirgends von uns gefangen wird. Die Methode ParseDouble der Klasse Double kann eine Number-Format Exception, die wir auch noch nicht werfen, die wir auch noch nicht abgefangen haben. Darüber beschwert sich der Compiler jedoch nicht. Welcher Unterschied zwischen der IO Exception und der Number-Format Exception ist für die Compiler-Fehlermeldung verantwortlich. Also ich zeige mal, dass es auch wirklich so ist. Na, wenn ich es hinkriege.
So, das ist genau die Fehlermeldung. Hier sagt er unhandled exception type IO exception. Das parse double könnte jetzt die number format exception werfen. Da sagt der Compiler aber nichts zu. Woran liegt das? Genau, die Number-Format-Exception ist unchecked. Und die IO-Exception ist checked. Ja, weil es immer sein könnte, dass wir keine Verbindung zu diesem Eingabestrom halt haben oder dass wir nichts einlesen können aus irgendeinem Grund. Ja, also IO-Exception ist üblicherweise auch die Basisklasse für sehr viele Netzwerke. Also sehr viele Exceptions, die im Zusammenhang mit Netzwerkkommunikation stehen, mit Dateizugriff auf die Festplatte und so. Also alles, was mit Ein- und Ausgabe zu tun hat. Gut. Und das hängt jetzt damit zusammen, dass ich das hier über so eine etwas kompliziertere Konstruktion gemacht habe als mit dem Scanner. Bei dem Scanner taucht das ja nicht auf, dass man diese IO-Exception abfangen muss. Bei diesen Buffered Readern ist das eben so, weil die eben näher am Ein-Ausgabe-Mechanismus dran sind. So, nächste Aufgabe. Ergänzen Sie den Inhalt der Do-While-Schleife um eine 3-Catch-Struktur, die beide Arten von Exceptions abfängt. Lassen Sie den Catch-Block, der die IO-Exception behandelt, zunächst noch leer. Überlegen Sie sich aber, was im Catch-Block für die Number-Format-Exception und im Try-Block passieren muss, damit die Eingabeschleife so lange wiederholt wird, bis ein in Double wandelbarer String eingegeben wurde. Also, wo muss das Try-Catch jetzt sitzen? Und die Schleife soll so lange ausgeführt werden, bis der Fehler nicht mehr auftritt. Das heißt, die Fehlerprüfung darf nicht außerhalb der Schleife sein. Verstehen Sie das? Wir wollen in der Schleife gegebenenfalls den Fehler auffangen, irgendeine Maßnahme ergreifen und dann die Schleife erneut ausführen lassen. Also wo muss der Try-Catch-Block hin? In der Loop. Wie bitte? In der Loop. Ja, und wo genau? Also wir wollen möglichst sparsam umgehen mit der Größe von Try-Catch-Blöcken. Kann denn im System-Out-Print was schief gehen? Unter? Also wo kann der Fehler auftreten? Alle Zeilen, in denen Fehler auftreten können, müssen ins Try rein. Alle, in denen keine Fehler auftreten können, sollten draußen bleiben. Manchmal ist es nicht praktikabel, wenn man so einen Block hat von, sagen wir mal, 8 Zeilen, in denen an 3 Stellen ein oder derselbe Fehler, also irgendein Fehler auftreten kann oder derselbe, dann nimmt man mal den ganzen Block ins Try rein, weil das sich sonst völlig furchtbar liest. Ja, da kommt Try, eine Zeile, dann kommen 2 Zeilen ohne, dann kommt ein nächstes Try und ein Catch und so, das ist dann Theater. Aber hier ist es ganz hübsch. Also wo kann überall ein Fehler auftreten? Readline war richtig. Nee. Die Methode parseDouble der Klasse Double kann eine Number-Format-Exception werfen. Dann das auch, genau. So, dann kommt zwingend unser Catch. Und dann hatte ich das beschrieben.
wie ich das gerne hätte. Lassen Sie den, ergänzen Sie den Inhalt der Do-While-Schleife um eine Try-Catch-Struktur, die beide Arten von Exceptions abfängt. Das können wir jetzt auf zwei Weisen tun. Wir können entweder schreiben IO-Exception, Number Format Exception E. Nee, stimmt nicht, es geht nicht mit E, sondern es geht mit. Oder? Ah, ja, danke. Genau, also wir können verschiedene Exceptions, die wir in demselben Catch-Block fangen wollen, mit oder trennen. Ja, nimm also entweder eine IO-Exception oder eine Number-Format-Exception. So geht's. Was geht noch? Welche zweite Variante gibt es, um die beiden Exceptions abzufangen? Nicht zweimal drei Catch, sondern zweimal ein? Zweimal Catch, genau. Wie bitte? Ich wusste nicht, dass man zweimal Catch machen kann. Das hatte ich aber in der Vorlesung gesagt. Ja. Genau, und die kommt dann da rein. So, die kann jetzt wieder E heißen, ja, weil das E immer nur im jeweiligen Block gilt. So, und dann hat man gesagt, lassen Sie den Block, der die IO-Exception fängt, noch leer. Und sorgen Sie jetzt nur dafür, in dem Block mit der Number-Format-Exception, dass die Schleife erneut ausgeführt wird. Naja, wie machen wir das jetzt? Die Schleife ist ja schon fast fertig. Was macht ein Return in dem Fall? Ja, wie geht er denn zu dem Do zurück? Das ist doch die Eigenschaft der Schleife. Das macht doch die Schleife sowieso. Wann geht die Schleife zum Do zurück? Wenn sie einmal durchgelaufen ist und was geprüft hat? Genau, und die Bedingung geprüft hat. Also wenn die Bedingung zutrifft, also die Bedingung ist true, dann wird die Schleife erneut ausgeführt. Jetzt steht dort in der Bedingung drin, not correct. Wann wird not correct denn true? Also was muss man tun, damit not correct... Wie bitte? Das ist schon vorher true. Deswegen ist es, wird die Schleife jetzt im Moment ja auch nur einmal durchlaufen. Also müssen wir das auf false machen, oder nicht? Wir müssen es auf false setzen, genau. Also, not correct wird true, wenn correct den Wert false hat. Und das machen wir jetzt hier. Wenn wir die Schleife jetzt so lassen, was wird dann passieren? Ja, warum? Weil er die ganze Zeit auf Force bleibt, ja, in dem Schleif. Und wenn er die Zahl nicht eingibt, müssen wir das natürlich auch zugeben. Genau. Wir müssen es nicht, wenn er die Zahl richtig eingibt, müssen wir es auf True setzen, sondern. Wir können es noch ein bisschen defensiver machen. Ja, sagen Sie mal. Wenn er Fehler ausgibt. Nee. Da gibt es ein Muster für. Das haben wir schon oft gemacht. Was meinen Sie mit dem Try-Block?
Genau. Sobald die Schleife betreten wird, setzen wir korrekt auf True. Wir gehen erstmal davon aus, es wird funktionieren. Und erst wenn es nicht funktioniert, setzen wir es auf False. Und dann wird die Schleife erneut wiederholt. Das ist so ein Muster, das taucht immer wieder auf. Ja, und dann können wir es hier oben auch weglassen. So, und jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Wir können es ja mal ausprobieren. Eine Double-Zahl eingeben. Was wird jetzt passieren? Was vermuten Sie? Nee, er nimmt es an. Hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Das ist wirklich seltsam. Ich habe jetzt gedacht, das ist... also ich hätte jetzt gedacht, es kommt eine Number-Format-Exception. Es kann aber sein, dass ich die Einstellung meines Eclipse geändert habe. Genau, jetzt in dem Fall nimmt er jetzt das Komma als falsch. Das hängt jetzt aber wirklich mit der Einstellung des Betriebssystems bzw. der Ausführungsumgebung zusammen. Es können also beide Varianten korrekt sein. Gut, hätten wir das geklärt, wie das läuft. Drittens, ist die Reihenfolge der Catch-Blöcke in diesem Beispiel von Bedeutung? Und warum? Ist das jetzt von Bedeutung? Ja, warum? Weil der kennt ja, was mit dir das ist, und der kennt dann ja auch manchmal den Catch-Block. Ja, aber ich hatte zu der Reihenfolge der Catch-Blöcke was gesagt. Na klar, der erkennt, welche Exception das ist, ja. Es kann aber trotzdem was schief gehen, wenn man die Reihenfolge falsch macht. Und da muss aber eine bestimmte Bedingung gelten. Also es gibt einen Fall, wo die Reihenfolge nicht egal ist. Die Frage ist, welcher Fall ist das und tritt der hier auf? Ja, das tritt ja nicht auf, weil alle Exception ein Unterfall von der anderen. Genau, in dem Moment, wo man Exceptions abfängt, die gegenseitig Ober- und Unterklasse sind, kommt es auf die Reihenfolge an. Ich hatte ja gesagt in dem Komplex zur Objektorientierung, dass ein Objekt, eine Unterklasse, immer in einer Variable in der Oberklasse gespeichert werden kann. Wenn ich jetzt eine Unterklassen-Exception habe und der erste Catch-Block enthält eine Oberklasse dieser Unterklassen-Exception, dann wird schon der erste Catch-Block greifen, obwohl ich später einen viel spezialisierteren Catch-Block habe. Also in dem Moment, in einem Try-Block Exceptions aus derselben Vererbungshierarchie auftreten können, also wo Ober- und Unterklassen ausgelöst werden könnten, ist die Reihenfolge der Catch-Blöcke nicht mehr egal. Dann muss sie nämlich wie sein? Genau, die spezielleren müssen zuerst aufgeschrieben werden, weil der von oben nach unten sucht, wie in einem Switch Case, welches zuerst passt. Also es ist wie so ein Mustervergleich. Ist das hier so? Stehen die in derselben Vererbungshierarchie? Nein, tun sie nicht. Die eine ist von Runtime Exception abgeleitet, die andere von Exception. Deswegen ist die Reihenfolge der Catch-Blöcke hier egal. Obwohl die IO-Exception in unserem Beispiel kaum auftreten kann, ist ein leerer Catch-Block extrem schlechter Programmierstil. Warum?
Also ich würde sagen, weil man dann nicht weiß, ob das überhaupt aufgeführt ist. Genau. Man kriegt es einfach nicht mehr mit. Die wird ignoriert. Also nee, die wird nicht ignoriert, sondern sie tritt auf. Unsere Variable hat möglicherweise einen undefinierten Inhalt. Also nehmen wir mal an, hier tritt die Exception auf. Dann ist der Inhalt von D 0. Ja, das D hat man ja vorne schon belegt. Dann wird in diesem Block einfach gar nichts getan, der wird übersprungen. Korrekt ist true von hier oben noch, von hier. Und dann wird 0,0 zurückgegeben. Das heißt, für das Programm sieht es so aus, als ob der User eine 0,0 eingegeben hat. Tatsächlich ist aber irgendwas schiefgegangen. Wir wissen nicht genau was. Und deswegen ist das schlechter Programmierstil. Man sollte also wenigstens, das ist das Mindeste, man muss jetzt vielleicht in so einem Fall nicht unbedingt das Programm abbrechen. Man sollte wenigstens eine Ausgabe ins Log schreiben. Das Log, was wir jetzt hier verwenden, ist die Konsole. Also wir sollten hier wenigstens eine Ausgabe auf die Konsole machen. So, und da macht man bei einer Exception üblicherweise eine Ausgabe des Stack Traces. Wir geben den Stack Trace aus. Ach, wir brauchen es gar nicht so zu machen. Das geht automatisch auf die Konsole, genau. Also das ist das Mindeste, was man tun sollte. Dass man wenigstens den Stack Trace in die Konsole schreibt oder ins Log. So, und dann wäre die Ausgabe ebenso, wie wir das vorhin gesehen haben. Ich kann jetzt keine IO-Exception bewusst auslösen. Das kriege ich nicht hin. Also in diesem Setup nicht. Wenn es eine Netzwerkverbindung wäre, dann könnte ich einfach das WLAN ausschalten oder das Netzwerkkabel abziehen, um so eine Exception auszulösen. Aber hier geht das jetzt nicht. Deswegen zeige ich Ihnen einmal, wie das aussieht, wenn wir ein Print Stack Trace machen bei der Number-Format-Exception. Führen das mal aus und geben mal was Falsches ein. Dann wird er hier ausgegeben, wird es hier ausgegeben. Dieses Rot, das macht jetzt die Eclipse-Konsole. Die kriegt mit, dass es sich offensichtlich um ein Stack Trace handelt und färbt den Rot. Normalerweise ist es dann farblos, also einfarbig im Log. In der Log-Datei ist es ja nur Text, ja. Da steht es dann schwarz drin und fertig. So, und hier sehen wir schon eine ganz schöne Aufrufhierarchie. Und das hier unten ist das letzte, was von uns stammt, Zeile 19. Und das ist auch tatsächlich diese Parse Double. Ja, und dann sehen wir hier, was da noch darüber hinaus noch passiert ist. Gut, aber in dem Fall, da wir ja da eine Fehlerbehandlung haben, wollen wir den Stack Trace gar nicht sehen. Gut, welche drei Möglichkeiten haben wir auf die IO-Exception bzw. auf jede Art von Exception zu reagieren? Erzählen Sie mal. Ja, die Ausgabe mit dem Stack Trace, das ist und welchen Mechanismus nutzen wir dann? Also welche der drei Behandlungsmöglichkeiten? Sagen Sie mal, welche drei Möglichkeiten wir haben, eine Exception zu behandeln. Ist eine Möglichkeit, auch einfach nichts zu machen? Gar nichts machen können wir nicht. Wir müssen mit der IO-Exception irgendwas machen. Also selbst wenn wir den Catch-Block leer lassen, ist das eine Art der Exception-Behandlung. Na gut, das wäre jetzt eher so eine User-Entscheidung. Wir können im Programm auf drei verschiedene Arten mit dieser Exception umgehen. Das hier ist eine davon. Ich kann die andere dann nicht reinfallen. Okay. Und das ist, wenn wir einfach etwas machen, sowas wie hier drin haben.
Nee, das habe ich auch alles in der Vorlesung gesagt. Also, wir können sie entweder fangen und behandeln. Das tun wir dort. Was ist die zweite Variante? Wir können sie nicht ignorieren. Geht nicht. Die zweite Variante ist fangen und im Catchblock eine neue Exception werfen. Und die dritte Variante ist, sie weiterfliegen zu lassen. Wie würde man jetzt sagen, wir lassen jetzt diese IO-Exception einfach nach oben weiterfliegen? Was müsste man dann tun, wenn man die einfach weiterfliegen lassen wollte? Das wäre im Übrigen auch die einfachste Variante der Exception-Behandlung. Also für den Programmierer ist das das Einfachste, es ist aber mitunter nicht das Klügste. Was hatte ich gesagt zum Thema weiterfliegen lassen? Schon so lange her, das war im vergangenen Jahr. Ja, wir können hier schreiben, throws IO exception. Und damit deklarieren wir, dass die Methode readDouble unter Umständen eine IO exception werfen könnte. Das wiederum bedeutet, dass die Main-Methode sich darum kümmern muss, weil der Compiler jetzt sieht, auf einer Ebene weiter oben, in readDouble könnte ja diese Exception auftreten. Das heißt, entweder müssen wir jetzt dort einen Try-Catch-Block einbauen, oder wir müssen an die Main-Methode auch dran schreiben, throws IO Exception. Aber dann gibt unser Programm die Hoheit über diese Fehlermöglichkeit komplett ab. Also wenn der Fehler auftritt, hat unser Programm dann keine Eingriffsmöglichkeit mehr. Also das macht man praktisch nicht, dass man an die Main-Methode einen Throws dran schreibt. Ja. Aber manchmal kann es sinnvoll sein, eine Exception ein, zwei oder drei Stufen weiter nach oben fliegen zu lassen, wenn man ziemlich genau weiß, wie die einzelnen Methoden in der eigenen Klassenbibliothek verwendet werden. Dann kann das sinnvoll sein. Okay, aber das wollen wir gar nicht machen. Sondern wir wollen was anderes machen. Es stehen ja Aufgaben drin. Erweitern Sie die Methode readDouble so, dass Sie im Fall einer IO-Exception eine neue, von Ihnen deklarierte Input-Exception wirft. Deklarieren Sie Input-Exception als Unterklasse von Exception. Jo, was müssen wir da jetzt tun? Genau. Müssen eine neue Klasse machen. Sagen Sie mal. So, eine Main-Methode brauchen wir nicht.
Jetzt würde wahrscheinlich nochmal. Oh ja, geht so. Okay, was hatte ich gesagt? Was ist das Minimum, was so eine Exception haben muss? Also man könnte es jetzt so machen. Das würde ausreichen. Das wäre unter Umständen. Nee. Stacktrace, das macht das ganze, dieses Exception-Umfeld macht das alles. Also dadurch, dass wir von Exception erben, kriegen wir dieses ganze Stacktrace-Zeug geschenkt. Aber was brauchen wir denn in der Klasse? Lassen wir das mal offen noch, die Frage. Müssen wir jetzt noch nicht klären. Wie gehen wir denn jetzt entsprechend unserer Aufgabe damit um? Erweitern Sie Redouble so, dass sie im Fall einer IO-Exception eine neue von Ihnen deklarierte Input-Exception wirft. Wie werfen wir denn jetzt diese neue Input-Exception? Muss man in den Catch-Block schreiben. Und was schreibe ich da jetzt rein? Wollen jetzt eine Exception werfen. Aber erstmal müssen wir werfen. Wie werfen wir? Eine Throw. So, und jetzt steht da in der Aufgabe drin, eine neue Input-Exception werfen. Wie machen wir uns eine neue Input-Exception? Genau. Oh, jetzt ist hier wieder ein Fehler. Es ist alles furchtbar. Eine unbehandelte Exception vom Typ Input Exception. Es gibt zwei Quickfixes. Entweder müssen wir eine Throws-Deklaration hinzufügen oder wir müssen einen Try-Catch drumherum bauen. Es wäre natürlich Quatsch, unsere gerade geworfene Exception jetzt mit einem Try-Catch-Block abzufangen. Das wollen wir genau nicht. Wir wollen ja jetzt nach oben in der Aufrufhierarchie was mitteilen. Das heißt, was müssen wir machen? Genau, add throws declaration. Und jetzt sehen wir, dass hier oben jetzt hingeschrieben wird, throws input exception. Gleichzeitig ist jetzt wieder dasselbe eingetreten wie vorhin, dieses redouble ist jetzt rot geworden. Genau wieder aus demselben Grund. Die Methode redouble deklariert, dass sie eine input exception wirft. Der Compiler merkt, hier wird sie nicht gefangen. Das ist jetzt die nächste Aufgabe. Der Compiler weist darauf hin, dass die von redouble geworfene Input Exception in Main noch nicht behandelt wird. Überlegen Sie, welche beiden Möglichkeiten Sie dafür haben und implementieren Sie eine von beiden in Main. Jetzt haben wir nur noch zwei Möglichkeiten. Genau, das könnten wir machen. In der Main und Try-Catch machen. Und Try-Catch spaltet sich ja in zwei Möglichkeiten auf. Entweder wir behandeln oder wir werfen eine neue Exception nach oben. Welche der beiden Varianten ist Quatsch? Genau. Genau, sich jetzt eine neue Exception auszudenken, nachdem wir uns eh schon eine neue Input-Exception ausgedacht haben, das ist totaler Blödsinn. Und der virtuellen Maschine irgendeine Exception zuzuwerfen, die wir uns selbst überlegt haben, ist auch Blödsinn, weil die gar nicht weiß, was sie damit tun soll. Ja, also aus Main heraus eine Exception zu werfen, noch dazu eine selbstdeklarierte, ist in der Regel totaler Käse. Deswegen machen wir einen Try-Catch-Block drumherum und dann werden wir gleich noch was sehen. Also Surround with Try-Catch. Und jetzt steht da To-Do Auto-Generated Catch-Block. Ja, und jetzt gibt es hier wieder so einen fiesen Fehler. Die lokale Variable Eingabe wurde möglicherweise nicht initialisiert.
Genau, das ist dasselbe wie vorhin mit dem Array bei dem Out of Memory Array. Ja, die ist ja jetzt hier nur hier drin initialisiert. Deswegen initialisieren wir die hier oben mal mit einem Leerstring. Mit 0,0. Oder mit irgendwas anderem, was fachlich passend ist, ja. Das hängt dann von der Fachlichkeit ab. Wollen wir einen Fehlerzustand darstellen? Wollen wir einen Wert darstellen, der auf gar keinen Fall auftreten kann? Oder wollen wir da immer einen Wert drin haben, der ein relativ sinnvoller Standardwert ist? Hängt von der Fachlichkeit ab. Das können wir jetzt hier nicht entscheiden. So, jetzt kann ich das leider nicht demonstrieren. Das ist noch unvollständig. Wenn wir jetzt hier eine neue Input-Exception werfen, da geht uns was verloren. Was geht uns da verloren? Ne, die Behandlung machen wir ja. Das ist ja genau die Exception-Behandlung. Uns geht aber eine Information verloren. Unter Umständen. Ja, das steht im Stacktrace drin. Das hat die geerbt von Exception. Aber was anderes fehlt, möglicherweise. Genau, diese Zusatzinformation, das ist die Message. Die fehlt unter Umständen. Und normalerweise liefert man die mit. Also man holt die aus der ursprünglichen Exception raus mit getMessage und liefert die bei einer neuen Exception direkt über den Konstruktor ein. Das geht jetzt aber nicht. Warum geht das nicht? Genau, hier sind keine Konstruktoren drin und Konstruktoren werden nicht vererbt. Deswegen geht das nicht. Wir haben jetzt keinen Konstruktor, der eine Zeichenkette entgegennimmt und die müssen wir jetzt hier noch deklarieren. So, und wie formulieren wir diesen Konstruktor? Oh, übrigens immer public. Was muss der jetzt tun? Nee, das ist ja jetzt ein Parameterloser. Nachher kommt gleich noch einer mit einem String. Den Parameterlosen brauchen wir, damit wir den anderen überhaupt aufschreiben können, weil sonst der Parameterlose nicht mehr genutzt werden könnte. Also der eine kriegt eine Message und der andere nicht. Was müssen die jetzt aber beide tun? Naja, der Stacktrace ist eine Datenstruktur, die in der Klasse Exception definiert ist. Aber da steht nur der Stacktrace und nicht die Message. Müssen wir die nicht irgendwie eine Variable erstmal annehmen? Nee. Dann wird das ja nicht verloren, wenn wir nichts damit machen. Wir müssen ja was tun. Aber was machen wir? Hatte ich auch in der Vorlesung gesagt. In einem Konstruktor einer abgeleiteten Klasse wird eine bestimmte Sache ziemlich oft getan. Genau, wir rufen den Oberklassenkonstruktor auf. Dann soll der doch die ganze Arbeit machen. Das ist ein typisches Muster bei Exceptions, wenn man Exceptions deklariert. So, das, was ich jetzt hier gerade gemacht habe, war ziemlich sinnlos. Weil die Message natürlich ein Attribut der ursprünglichen IO-Exception ist. Ja, hier in dem E kann ich ja getMessage machen und kriege
die Message. Das heißt, das ist ein Attribut, was es in der Exception eh schon gibt. Wenn ich jetzt davon ableite, habe ich natürlich auch in meiner abgeleiteten Klasse Input Exception die Message. Aber was könnte ich denn hier an dieser Stelle noch tun? Wir könnten noch was dazu schreiben und genau deswegen braucht man diese beiden Konstruktoren in der Exception-Klasse, damit wir da noch was dazu schreiben können. Oder was ganz anderes schreiben könnte man auch. Ja, man könnte jetzt kompliziert den Stacktrace und die Message auswerten und daraus irgendwelche Informationen gewinnen, die man dann als neue Message weitermeldet. So, testen können wir das jetzt leider nicht, weil wir eben die IO-Exception hier an der Stelle nicht auslösen können. Aber das sind so die Konstrukte, die im Zusammenhang mit Exception Handling halt alle auftreten können. Ist jetzt nicht schwierig, sondern man muss da halt sich einfach nochmal diese Vorlesungsunterlagen anschauen und mal verstehen, worum es da geht und wie das abläuft. Haben Sie dazu jetzt noch Fragen? Das Programm Simple Text Calculator ist ein einfacher textbasierter Rechner. Nach der Eingabe einer einfachen arithmetischen Operation gibt das Programm das Rechenergebnis aus. Also man soll 3 Leerzeichen 5 und dazwischen eine 3 Leerzeichen plus mal durch 5 und so weiter eingeben. Und dann soll hier 3 plus 5 ist gleich 8 ausgegeben werden. Das Programm hat jetzt keine Fehlerbehandlung. Und Beispiele für fehlerhafte Eingaben habe ich da angegeben. So, erweitern Sie das Programm so, dass es bei fehlerhaften Eingaben die auftretenden Exceptions fängt und eine Fehlermeldung ausgibt. Und dann muss man erstmal ausprobieren, welche Exceptions überhaupt geworfen werden. Aber das kann man sich auch überlegen. Das ist das Programm. Also am Anfang lesen wir die Berechnung ein. Dann zerlegen wir die Eingabe mittels Split. Split haben wir schon mal gesehen. Split ist eine Methode aus der Klasse String. Die nimmt ein Muster entgegen, sucht dieses Muster in der Zeichenkette und teilt die Zeichenkette an der Stelle. Und das Muster geht dabei verloren. Also wenn ich zum Beispiel 22.01.2017, also 22.01.2017, in Split reinwerfe und sage, der Trenner soll der Punkt sein, dann kriege ich ein Array zurück, was 3 Zellen enthält. In der ersten steht 22, in der zweiten 1, in der dritten 2017. So. Und genau das machen wir jetzt mit dem Leerzeichen. Ja? Also 3 Leerzeichen plus Leerzeichen 5 müsste uns geben im ersten 3, im zweiten plus, im dritten 5. Was kann da jetzt alles schief gehen? Wenn wir sagen, was haben wir denn da oben? Drei mal 5. Also in Worten. Was wird dann schief gehen? Also das ist schon die Switch-Case-Anweisung rein, weil das mal nicht das erwartete Zeichen enthält, sondern 3 Zeichen erlangt. Also was geht da jetzt schief? Der Split funktioniert. Wie bitte? Der Split funktioniert, würde ich mal sagen. Das ist eine Leerzeile. Okay. Es gibt 2 Leerzeichen, also wird unser Array 3 Elemente haben. Aber was geht schief? Achso, es wird nur das erste Zeichen von mal ausgegeben, also das M zurückgegeben war. Nicht. Bei der Switch Case wird gar nichts zurückgegeben, da wird gerechnet. Sie meinen oben in der Anweisung oder in dem Ausdruck. Genau, im Ausdruck wird genau, da kommt das M ausgegeben. Das M wird sozusagen rausgeholt. Ja, manche. Und mit Hilfe des M wird dann verzweigt. Was passiert dann also? Wir laufen an allem vorbei. Genau, wir laufen an allem vorbei.
führen keinen der Cases aus und machen am Ende eine Ausgabe, die da sagt, 3 mal 5 ist gleich plus Resultat. Das Resultat ist 0. Das Programm stürzt also nicht mehr ab. Nur die Ausgabe ist falsch. Also das wäre jetzt ein Fehler, um den man sich kümmern müsste. Ja? So, dann schauen wir mal, was gibt es noch für Fehlervorschläge? 3 Stern 5. Was wird da schief gehen? Dieselbe Struktur, nur da steht jetzt nicht als Wort mal, sondern in Stern. Aber das wird ja nicht funktionieren, weil wir haben ja nun mal jetzt kein Inter, sondern einen Charakter, der dann versucht wird, als Integer zu behandeln. Genau, das Parse-Int wird schief gehen. Was wird da wahrscheinlich kommen? Number-Format-Exception, genau. Das wird also mit einer Number-Format-Exception fehlschlagen. Was haben wir noch? 3x plus 5. Da wird dasselbe passieren. Dann 3 plus 5 ohne Leerzeichen. Bitte auch wieder dran vorbeilaufen einfach. Gucken Sie mal genau hin. Es wird da kein. Ja, es gibt eine Input-Exception, weil quasi nichts eingegeben ist. Alles. Also, wo wird eine Exception ausgelöst? Sagen Sie erstmal. Beim Split? Ne, bei dem Switch. Ja, wir hatten noch keine Leerzeichen, oder? Wir haben kein Leerzeichen, dann kommt halt aber die dann Zeichen. Dann einfach nicht ausgeführt. Oder was? Doch, dann liegt halt die gesamte Zeichenkette in der ersten Zelle des Arrays. Zelle 0 von 3 plus 5 im ersten Array. Achso, es gibt ja, auch das Eis nicht, das Array ist gar nicht lang genug. Genau, das Array ist jetzt zu kurz. Es gibt ja nur ein Fail im Array. Und wir genau. Aber ob es 1 auffüllt, dann auch voran. Ja? Das heißt, beim Switch wird die Prüfung des Ausdrucks schief gehen. Mit was für einer Exception? Array Index Out of Bounds, genau. So, was haben wir noch? 3 Leerzeichen 5. Was wird da passieren? Wir haben ja zwei Felder. Wo wird die Array Index Out of Bounds Exception auftreten? Bei der Ausgabe im System auch und OBS genau. 2 existiert noch. Hier wird zum ersten Mal das OBS 2 wirklich verwendet. Im Switch Case wird nichts betreten, ja. Genau. So, das wäre jetzt auch so, ich hatte ja gestern gesagt in der Vorlesung so Programmanalyse in der Klausur, sowas könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. So, da haben wir es. Führen wir es mal aus. Mal sehen, was bei 3 durch. Also erstmal probieren wir, ob es überhaupt funktioniert. 3 plus 5? Ja. Mal sehen, was bei 3 durch 0 rauskommt. Ja. Arithmetic Exception bei 0. Okay. Also offenbar auch ein Fehler. Gut, mit dem müssen wir umgehen. Und dann haben wir noch 3W5. Was wird da passieren? Genau, da wird einfach rausgenommen. So, also wir haben jetzt gesehen, wir haben eine Array Index Out of Bounds Exception, wir haben eine Arithmetic Exception und wir haben eine Number Format Exception, die auftreten können. Was machen wir mit dem? Was wollen wir denn machen, was, wenn das passiert? Ja, und? Machen wir neu zur Eingabe aufräumen. Was steht denn in der Aufgabe drin? Erweitern Sie das Programm so, dass es eine Fehlermeldung ausgibt. Okay, das ist jetzt auch wesentlich einfacher. Gut, wo muss jetzt der Try-Catch-Block hin?
Wo können überall Fehler auftreten? Wo ist der erste, wo ist die, der erste Moment, wo eine, wo ein Fehler auftreten kann? Wo kann das erste Mal ein Fehler auftreten? Das Blicken kann er immer. Genau, also hier. Hier davor muss das Try. Wo kann das letzte Mal ein Fehler auftreten? Genau. So, und jetzt geht's los hier, Catch. So, was müssen wir alles fangen? Ja, das geht so. Mit dem Alt, größer, kleiner. Das ist der senkrechte Strich. Genau, was wollen wir dann tun? So. Gut, jetzt führen wir das mal aus, mal sehen, was passiert. Also 3 plus 5. Genau. So, 3x, nee, 3 mal 5. Ja, das gibt ja aus, ja. Das ist also auch noch was, worum wir uns kümmern müssen. Und was hatten wir noch? 3 durch 0. Und jetzt x mal 6. Okay, damit haben wir sie alle erwischt. Was machen wir jetzt mit dem, wenn der Operand nicht stimmt, ja? Man kann einfach einen Insert-Case noch hinten dran Default-Case machen. Ja, genau. Und was machen wir in dem Default-Case? Oder? Was kann man denn noch tun? Exception werfen. Ja! Throw new. Was werfen wir jetzt? Was ist jetzt am einfachsten? Eine, die wir schon haben. Eine, die wir schon haben. Und welche haben wir schon? Naja, also am einfachsten, wenn man so mal eine Exception aus der Hüfte schießen will, ist am einfachsten eine Runtime-Exception zu werfen. Also man kann auch jede... man kann auch jede API-Exception natürlich werfen. Ja, man kann jede Exception, die es in der API gibt, auch selber werfen. Also... Das sehen Sie bei der nächsten Aufgabe dann, werden wir jetzt nicht mehr schaffen heute, mit dieser Hexadezimalumwandlung. Wenn wir dann merken, das Eingabeformat der Hexzahl ist falsch, also jemand hat was Falsches als Hexzahl eingegeben, dann können wir auch selbst der Numberformat-Exception werfen. Weil das Zahlenformat offenbar falsch ist. Oder separat eine eigene Exception anlegen, die wir dann selbst benennen. Genau, oder eine eigene Exception anlegen, genau. Und jetzt machen wir halt hier einfach
Throw new runtime exception. Die müssen wir natürlich hier unten jetzt auch fangen. So, und jetzt fangen wir die da alle. Warum geht das jetzt nicht mehr? So, und jetzt sehen wir aber die Number Format Exception, die Arithmetic Exception und die Array Index Out of Bounds Exception. Sind alle offenbar Runtime Exceptions. Weswegen wir die auch einfach alle rauslöschen könnten. Und nur noch eine Runtime-Exception fangen. Das ist natürlich nicht so schick, deswegen würde ich das so nicht machen. Sondern wir machen einen weiteren Catch-Block dahinter, wo wir die Runtime-Exception fangen. Ansonsten geht eine Menge Informationen einfach verloren. Also eine Menge Wissen, was wir schon haben, was jetzt zumindest mal wenigstens im Quelltext steht, nämlich Wissen darüber, welche Exceptions auftreten könnten. Und dann. Das ist in diesem Fall einfacher. Aber im Idealfall müssten wir das eigentlich dann auch im Fall hier spezifizieren. Wenn wir das jetzt nur in der Runtime-Exception alles da auffangen würden und das einfach auf die Standards. Log reinschmeißen würde, wird da genauer drinstehen oder wird auch nur die Sauerstoffe? Na, wir können ja mal den Stack Trace noch mit ausgeben, wenn Sie möchten. Das Schöne ist jetzt kriegen wir so einen fiesen Stack Trace und unser Programm läuft aber trotzdem weiter. Ich weiß jetzt bei der Runtime Exception, würde der dann nicht die genaueren Fehler aussagen oder würde der nur sagen, dann Runtime. Also ob das, was er ausgibt, davon abhängt, was wir... Ob der bei der Runtime-Exception, ja. Wenn wir die in den Stack-Trace reingehen, sagen würde, es ist ein... Das sagt er. Nee, weil dafür gibt es für die Verarbeitung. Wir haben doch jetzt haben wir doch genau den Fall, dass wir gesagt haben, wir fangen zuerst die speziellen an. Ja. Und dann müssen wir jetzt mal so eine auslösen. Also wenn ich jetzt die Runtime-Exception, die wird jetzt nur ausgelöst, also die genau die Runtime-Exception, wenn ich einen falschen Operanten eingebe. Einen falschen Operator. Und wenn ich jetzt irgendwelchen anderen Unsinn mache, wie zum Beispiel 3 plus 5, dann kriegen wir Array Index Out of Bounds. Aber hätten wir in dem Catch-Block nicht die 3 anderen Typen spezifiziert, sondern hätten wir die alle als Runtime-Exceptions aufgeführt in dem Catch-Block. Und ach so. Wenn die dann auftreten, ob das dann als Runtime oder halt als Number Format und so weiter. Nee, dann wird es korrekt ausgegeben. Das ist ja nur versteckt. Der Typ funktioniert, ist ja noch da. Ja, das Objekt. Diese Information gar nicht verloren geht, das Objekt E ist ja vom Typ Arithmetic Exception. Und es wird natürlich auch dessen Print-Stack-Trace-Methode ausgeführt. Ja? Da kommt eine Array Index Out of Bounds Exception. Dann kommt noch unsere eigene Fehlermeldung. Und dann wird noch der Stack-Trace ausgegeben. Das heißt, die Information liegt nur in unserem Code verloren. Wir würden die genau. Trotzdem ausgeben. Ausgegeben wird nur sie trotzdem bekommen. Nur im Code steht es nicht mehr drin. Denn das ist ja kein, es wird ja kein anderes Objekt. Das Objekt bleibt ja. Und es wird ja durch die Polymorphie dann dessen Print-Stack-Trace-Methode ausgeführt. Und warum jetzt ISO Layer 8? Na, wer ist denn ISO Layer 8? ISO-Layer 7 ist die Anwendungsebene, also... Gut. Soweit klar? Aufgabe 5. Das folgende Programm, Hexadecimal-Conversion, implementiert die Methode Hexadecimal, welche eine eingegebene Hexadezimalzahl in die entsprechende Dezimalzahl umwandelt. Die Methode akzeptiert derzeit jeden String, da die Umrechnung auf dem Character-Wert basiert. Ändern Sie die Methode so ab, dass sie eine Number-Format-Exception wirft, wenn der eingegebene String keine Hexzahl ist. Was lernen wir jetzt schon aus dieser Aufgabenstellung? Was vielleicht erstmal überraschend ist. Vielleicht auch nicht. Jeden String akzeptiert.
Nee, das meine ich nicht. Also was können wir in Java offensichtlich tun? Vielleicht überrascht sie das jetzt nicht so sehr, wie es mich überrascht hat, als ich noch ganz jung war. Wir können auch in der Java API eingebaute Exceptions selber werfen. Also wenn wir eine Umwandlung machen von Hexadezimal nach Dezimal und feststellen, dass die eingegebene Hexadezimalzahl nicht gültig ist, dann können wir selber auch eine Number Format Exception werfen. Weil wir ja tatsächlich mit einer Zahl zu tun haben und das Format nicht stimmt. Tatsächlich sind all diese Methoden, die Hexzahlen in Dezimalzahlen umwandeln und so, das alles in der Java API schon eingebaut. Ja, das brauchen wir nicht selber machen. Es geht nur darum, hier den Erkenntnisprozess so ein bisschen anzustoßen. Okay, Hex-to-Decimal Conversion. Wir haben einen Scanner. Wir fragen den Benutzer nach einem String, nach einer Hexzahl, lesen die ein. Dann kommt hier die Umwandlung. Hex to Decimal. Hier gibt es noch sowas wie Hex Character to Decimal. Also wird ein Dezimalwert aus dem Character gemacht. Ja, was passiert hier? Wir nehmen im Wesentlichen in einer Schleife diese Zeichenkette auseinander, holen uns für jedes Character den ASCII-Code, ziehen den ASCII-Code vom großen A ab, kriegen eine Zahl zurück, multiplizieren die mit 16 und addieren multiplizieren den ursprünglichen Wert mit 16, weil wir ja jetzt im 16er System sind, ja, also so wie wir das bei der Zerlegung der natürlichen Zahlen im Prinzip auch immer gemacht haben. Ja, wenn man dann durch 10 geteilt und den Rest gebildet, wenn wir zum Beispiel die Quersumme ermitteln wollten, erinnern Sie sich vielleicht dran. Ja? Und hier machen wir es jetzt umgekehrt genauso. Wir multiplizieren halt mit 16. Beziehungsweise bei dem Horner-Schema haben wir ja auch mal sowas gemacht, wie mit 10 multiplizieren. Ja? Und das ist jetzt das Horner-Schema für die Hexadezimalzahl. Multiplizieren mit 16, addieren dann das aktuelle Character dazu, dann kommt wieder eine Klammer drum im nächsten Durchlauf, multiplizieren wir das Ganze mit 16 und addieren wieder das aktuelle Zeichen dazu. So, wenn wir uns das jetzt hier angucken, es wird jetzt jeder String entgegengenommen. Was wäre denn zumindest mal, wenn wir an Hexadezimalzahlen denken, also worauf ist es denn noch beschränkt, wenn Sie sich jetzt diese Hex-Character-to-Decimal-Methode mal anschauen? Das ist noch auf was beschränkt, auf was weiteres. Es gibt noch eine Beschränkung für unsere Hexadezimalzahlen. Würde es mit der Zahl funktionieren, also mit dem String? Zeig's nochmal. Das ist die Zeichenkette. Die wird hier oben eingelesen. Dann wird Hex to Decimal aufgerufen. Dann gehen wir das durch, zerlegen das halt eben zeichenweise, rufen dann immer Hex Character to Decimal auf. Und hier unten passiert dann was, wo wir
den letztlich den Dezimalwert berechnen. Funktioniert das mit dem String, den ich gerade aufgeschrieben habe? Oder warum funktioniert es nicht? Also verstehen Sie erstmal, was hier unten passiert. Was in dieser Hex Character to Decimal passiert. Wir haben ja aus unserem String holen wir ja hier diese 2 zum Beispiel raus. Und die 2 hat ja aber einen ASCII-Code von, ich meine, 50. Ja, ich glaube, der ASCII-Code von der 0 ist 48 und von der 2 ist dann 50. Wir können jetzt also nicht einfach mit der 50 rechnen. Was passiert hier also, wenn unser Character nicht zwischen Groß A und Groß F liegt? Nehmen wir an, es ist eine Ziffer. Und dann ziehen wir von dieser 50, von diesem ASCII-Code 50 halt, den ASCII-Code für die 0 ab, das ist die 48. Und dann kommt wieder 2 raus. Also bei Ziffern kommen wir auf die untere Weise auf unseren Wert, den wir haben wollen. Wenn wir Buchstaben haben, das A ist die 10 im Hex, das B ist die 11, das C ist die 12, D ist 13, E ist 14, F ist 15. Dann müssen wir zu unserem Character, das Groß A ist die 65, der ASCII-Code 65. Zu unserem Character addieren wir 10 dazu, sind 75. Und ziehen dann das große A wieder ab, macht 10. Beim B würden wir 10 plus 66, wäre 76, minus 65 sind 11. Ja, auf die Weise funktioniert das. Aber warum funktioniert es jetzt mit diesem String nicht? Also die 2 würde richtig übersetzt werden. Was passiert mit dem C? Wo wird denn das groß gemacht? Ah, da steht es. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe es übersehen. Ja, Sie haben recht. Es funktioniert doch. Okay, das schneide ich aus dem Video raus dann. Genau, das funktioniert ja doch. Also mit dem ToUpperCase wird es groß gemacht. Aber was müssten wir denn doch dann jetzt noch tun? Also was könnte jetzt noch schief gehen? Das steht schon in der Aufgabe eigentlich drin. Genau, also im Wesentlichen wird es halt dann schief gehen, wenn wir hier versuchen zu rechnen. Oder, nee, selbst das wird nicht mal schief gehen, weil wir ja ASCII-Werte kriegen, nur die Umrechnung wird falsch sein. Ja, wir kriegen ja ASCII-Codes immer durch die Characters. Und wenn da irgendwelcher Quatsch drin steht, ist dann am Ende die Umrechnung falsch. An welcher Stelle können wir das denn sinnvoll bemerken, dass ein falsches Zeichen drin ist? Ja klar, aber ja, das ist ja klar. Vor der Eingabe können wir es ja nicht feststellen. Aber wo ist jetzt die Stelle, wo wir es sozusagen schon auf dem Silbertablett serviert haben, dass wir an der Stelle sagen können, okay, jetzt ist falsch. Genau, hier, bei diesem Else. Wie müsste man das Else abändern? Und dann von 0 bis 9. Genau. Ansonsten, wenn es 0 bis 9 ist, machen wir return ch minus 0 und dann? Wenn es also nicht a bis f ist und nicht 0 bis 9, was dann? Dann können wir ja irgendwas, also den Exit-Satz machen,
Genau, dann werfen wir die Number-Format Exception. Ja, also im else-Block hier drunter, also das else müsste umgewandelt werden in ein else-if. Dann machen wir die Rückgabe und darunter müsste noch ein else-Block kommen, in dem dann die Number-Format-Exception geworfen wird. Und das wäre es schon. Und die müsste dann natürlich in der Methode hex2decimal, da wird das ja aufgerufen. Was müsste jetzt hier passieren? Was müsste die hex2decimal-Methode mit der Information machen, dass das Zeichen ein Fehler, also dass ein fehlerhaftes Zeichen dabei war? Dann die was Sinnvolles damit anstellen. Ja, aber hier wird doch gar keine Eingabe gemacht in hex2decimal. Also ja, die Idee ist richtig. Wir können es fangen und verlangen, dass eine neue Eingabe passiert, aber nicht dort. Genau, wir können die noch eins nach oben werfen. Und da hätten wir jetzt so einen Fall, wo wir sagen, hier ist es sinnvoll, zweimal die Exception hochzuwerfen und in der obersten Ebene aufzufangen. Und dort dann eine Schleife, um die Eingabe zu bauen. Hat das jemand von Ihnen gelöst? Nicht. Dann mache ich es in der nächsten Übung direkt nochmal und packe das dann mit in das Video rein. Okay. Haben Sie sonst noch Fragen? Aber eigentlich müssen Sie jetzt, die Konzepte müssen jetzt Ihnen so klar sein, dass Sie es auch selber lösen können, oder?